Aufhören, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Ihr seid Psychopathen. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm. Matt, was ist das? Keine Ahnung. Matt! Was hast du vor? Was willst du tun? What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen bei einer weiteren Folge Until Dawn. Was machen wir denn jetzt? Bleibt ihr ruhig. Wir bleiben ruhig, Freunde. Nein, 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 nein. Die werden uns wehtun. Ein Status-Update erhalten. Okay. So, ich habe jetzt schon wieder ewig nicht gespielt. Jetzt muss ich hier ein bisschen gucken, Freunde. Nein, das war es nicht. Das war es nicht. Hier irgendwo, genau. Die Steuerung. Die Steuerung muss ich wieder kurz rausfinden. Ja, Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt. So, ich bin gerade konzentriert. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass du eingeschaltet hast. Eine coole Sache von dir. Was haben wir jetzt hier? Fliehen oder verstecken? Sam hat sich fangen lassen. Das ist das Status-Update. Und ansonsten ist hier eh nichts Neues. Ja, wenn dir der Kanal gefällt und dir auch die anderen Projekte gefallen, dann lass doch gerne ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt probieren wir mal. Wir müssen doch vor denen keine Angst haben, denke ich mal. Hallo. Ihr seid doch alle nett, oder lieb? Ich mag euch. So. Seht ihr das, wie schön das klappt? Wenn man einfach ruhig bleibt und hier durchgeht. Es ist natürlich nur die Frage, ob Emily das auch macht. Nein, da machen wir nichts. Da machen wir nichts. Ist okay. Komm weiter. Wir hauen doch da nicht hin, ne? Ich hab doch eh, letztes Mal irgendwo in einer Folge habe ich eh den Fehler gemacht, dass ich was getan habe, was ich nicht... Ja genau, mit dem Treten auf den Hund. Ja, das, weil ich nicht mehr daran gedacht habe, dass man ja auch einfach gar nichts machen kann, ja? Also, das war nämlich wirklich ziemlich kacke. Ich würde doch nie auf ein Tier hintreten. Gut, Matt ist ruhig durch die Hirsche gegangen und Matt und Emily sind der Gefahr unversehrt entkommen. Genau so ist das dann passiert. Oh, wir steuern jetzt Emily. Ob ich diese steuern will, weiß ich nicht. Ja, die Dame, die können wir gerne in ihr Verderben rennen lassen. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber ich kann die nicht leiden. Wer kann die Dame von euch leiden? Falls wir bitte es wirklich. Schreibt's mal in die Kommentare. Dann sagen wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben. Für den Fall, dass sie draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Die Alte ist einfach so nervig. Ich finde sie so nervig. Wirklich, ey. Aber okay. So, hier liegt nichts Großartiges herum. Kein tolles Totem. Zumindest nichts, was ich jetzt hier finden würde. Oben ein rotes Licht. Das blinkt ein wenig. So, hier aber nichts. Nö. Oh. Oh, das ist verflucht grell. Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert.
Okay, okay, okay. Hier liegt etwas, Freunde. Was haben wir denn hier? Nein, es ist wieder ein Totem. Ein gelbes Totem, soweit das... Das dürfte gelb sein. Ein Führungstotem. Wir gucken mal nach. Ein gelbes. Ich sag's ja, wir haben die Führungstotems auf jeden Fall voll. Okay. Hat sich hier denn etwas verändert? Wir gucken mal. Abspielen. Besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie wiedererweckte. Es waren Dutzende Männer, ohne Essen, ohne Licht. Und in der Dunkelheit kam der Hunger. Sie waren besessen von ihren abscheulichen Gelüsten und wurden wahnsinnig. Mörder. Kannibalen. Sie aßen Menschenfleisch. Nacht, vor einem Jahr, da hatte ich ihn endlich im Visier. Aber ich konnte die Mädchen nicht. Okay, okay, es fügt sich langsam. Was mich hier ein bisschen stört, es sieht echt so aus, als hätten wir Totems verpasst. Zumindest beim Verlust-Totem. Und das finde ich ein... Mann, oder das Kind da draußen heult, Alter. Ich habe das Fenster auf. Muss das jetzt sein bei der Aufnahme? Das nervt schon wieder. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu viel. Ich hoffe, wir haben keine Totems vergessen. Ich wüsste nämlich nicht, woher oder wo wir sie übersehen hätten. Ich habe doch versucht, wirklich viel zu gucken, Freunde. So, aber jetzt mal rauf mit uns da. Mal sehen, was sich denn da oben so tut. Können wir auch schneller? Es sieht nicht so aus. Nee, 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 nee. Läuft hier nicht schneller rauf, wie es aussieht. Okay. Gut, auf der Stiege selbst wird natürlich nichts liegen. Da brauchen wir uns nicht großartig umsehen. Aber hier vielleicht irgendwo wieder etwas, was ein bisschen funkelt. Momentan sieht es nicht danach aus. Nö, nur die Leiter, glaube ich, die funkelt. Aber mehr haben wir nicht. Dann ab zur Leiter. Okay, und rauf mit uns. Wir dürfen selbst steuern in diesem Falle. Und er bleibt unten mit seiner Axt. So, kommt er nach oder lässt er uns... Ne? Okay, er kommt nach, aber... Das wirkte eigentlich so, als würde irgendetwas passieren. Die ganze Kameraeinstellung wirkte so, als würde etwas passieren, aber nein, er schafft es anscheinend hier rauf. Also nichts. Dann dürfte es wieder nur die Leiter sein, die hier ist. Sonst liegt hier nichts, also gehen wir natürlich auch weiter rauf. Kein Problem für unsere liebe Anne. Die Süße, ne, die Süße. Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Naja, weil einfach umso weiter du rauf gehst, Madame, ja, umso mehr Wind wirst du hier auch haben. Okay, okay, okay. Auch hier wieder nur die Leiter. Hier ist nichts anderes zu finden, dann auch hier weiter rauf. Mir kommt das Ganze nicht geheuer vor. Hier wird doch noch irgendetwas passieren. Ich glaube nicht, dass es so friedlich bleibt. Was ist jetzt? R2. Okay. Und dann nach oben. Okay, okay, okay. Haben wir erledigt, natürlich. Natürlich. Rauf mit dir. So, hoffentlich ist es dir jetzt angenehm und nicht mehr windig genug. Wir
Na gut, dann gucken wir doch mal, ob wir hier irgendetwas. Ja, hier geht das schon mal auf. Dann machen wir das auch auf. Was? Oh, Missing. Sorry, Hannah. Vermisst. Einen Hinweis entdeckt. Wir gucken gleich hier hinein, würde ich sagen. Gut. Hannahs Plakat, Fundort im Feuerwachturm. Ein Vermisstenplakat für Hannah Washington. Ihre Tätowierung und ihre Brille werden erwähnt. Vermisst. Wer hat diese Person gesehen? Hannah Washington. Hannah Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr bei der Ski Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Die Kleidung, Merkmale zur Identifikation. Hannah trug nur ein schwarzes Oberteil, dunkle Jeans und braune Lederstiefel. Sie trug keine Jacke. Hannah trägt eine Brille und hat eine Tätowierung auf der rechten Schulter. 1,72 groß, 50 Kilogramm, Augenfarbe, Haarfarbe braun. Können Sie helfen? Rufen Sie an unter bla 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 bla. Okay, okay, okay. Ja, okay, zurück hier, dann gucken wir weiter. Auch hier ist etwas, Freunde. Ich gucke aber jetzt trotzdem noch, denn das, was jetzt, was ist mit der Steuerung hier? Das ist ein Funk. Den Funk will ich nicht probieren als erstes. Sagen wir, probieren mal das hier. Kein Strom. Oh, nein, nicht raus. Nicht rausgehen. Wir wollen hier ja noch was gucken. Okay, dann probieren wir noch kurz den Funk, Freunde. Denn das wird das letzte sein hier. Aber hier auch kein Strom natürlich. Ach, komm schon. Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Ja, kein Strom, Freunde. Und hier hinten können wir gar nichts angucken. Gut, dann haben wir hier, denke ich, auch alles durch. Dann gucken wir mal raus, um zu sehen, was wir denn hier so finden. Hier ist auf jeden Fall etwas. Die öffnen wir bitte auch. Ja, natürlich gleich nach oben. Mal sehen, funktioniert. Okay, sehr gut. Dann gucken wir uns hier aber auch noch um. Ach, hier gibt es nämlich auch etwas. Eine Flair. Ist denn die auch wirklich? Oh, okay. Nehmen wir auf. Geben wir sie her oder behalten wir sie? Ich denke, sie gibt grundsätzlich nichts her. Also machen wir das. Ich versetze mich jetzt voll in ihren Kopf, ja. Verstauen oder schießen? Sie ist nicht gerade die intelligenteste. Es wäre viel, viel besser, wenn wir sie verstauen. Aber ich denke, sie ist nicht intelligent genug, also schießen wir. Irgendjemand müsste das sehen. Hoffentlich nicht nur der Psychopath. Ich hätte in diesem Fall jetzt nämlich nicht geschossen. Sondern mir vielleicht noch auf... Jetzt, Matt, hallo, geh mal vorbei. Also, geh mal weg, meine ich. Sondern mir eher auf... gespart noch. Für eine wichtigere Situation vielleicht, aber... Wer weiß, vielleicht war es ja auch gar nicht so falsch. Vielleicht hat es ja eh auch gepasst. Aber sie ist eine sehr große Egoistin, wie wir wissen. Ne? Wie wir ja festgestellt haben. Und deswegen... Haben wir so gemacht, was sie tun würde. Denke ich zumindest, ne? Oh, da kam ein Blatt Papier raus. Was haben wir denn da? Beth Washington. Okay, dann gucken wir.
was denn hier steht. Das Plakat von Beth, auch im Feuerwachturm gefunden. Ein Vermisstenplakat für Beth Washington. Ihre pinkfarbene Jacke und ihre Mütze werden erwähnt. Vermisst, wer hat diese Person gesehen? Beth Washington. Beth Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr bei der Ski-Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Dann Kleidungsmerkmale zur Identifikation. Beth trug eine leuchtende, pinkfarbene, gefütterte Jacke, schwarze Leggings, Skischuhe und eine weiße Mütze. 1,72, 50 Kilogramm, braun, können Sie helfen, rufen Sie an. Ja, alles eigentlich gleich oder ähnlich wie bei den anderen. So, jetzt müssen wir hier zum Funk gehen und dann gucken wir mal, was denn passiert, wenn wir jetzt X drücken. Okay, wir dürfen hier auch drehen. Okay, wir haben hier jemanden gehört. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over, over. Scheiße. Oh mein Gott! Zum Glück! Wir brauchen Hilfe, bitte! Hallo? Will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Park Ranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Over. Bitte Hilfe! Oh mein Gott! Wir sind hier am Blackwood Mountain! Und hier ist ein Psychopath! Sie mich hören? Wiederholen Sie Ihre Nachricht. Es war nicht möglich zu verstehen, was Sie sagen. Wir brauchen Hilfe, bitte! Hallo? Können Sie sich bitte identifizieren? Over. Okay. Wir beharren oder wir beantworten. Mein Name ist Emily. Wir beantworten. Oh mein Gott, okay. Hier ist... Mein Name ist Emily. Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over. Alter, informieren, wir sind oben auf dem Berg, oder? Ach, Mann, oh, guckt Ihren Gesichtsausdruck an. Wir beharren auf, wir werden sterben. Oh Gott, bitte. Oh mein Gott, wir werden hier draufgehen, wenn Sie uns nicht retten. Hier ist ein Psychopath, haben Sie verstanden? Denn genau so hätte sie reagiert. Ich bin mir sicher. Okay. Was bei Bewegung sind. Bestimmt ein Scheißrecht. Hören Sie, Ma'am. Bitte bleiben Sie auf Position. Wir schicken Hubschrauber, die Sie da rausholen, so wie der Sturm sich gelegt hat. Was? Wann? Wie lange? Morgen, so früh es geht. Nicht vor dem Morgen. Scheiße! Oh mein Gott, irgendwie, er wird mich umbringen! Mann, sie ist so egoistisch. Hier geht es nicht nur um dich, Kleines. Nicht, dass man das überleben kann, Freunde. Oh. Okay. Ach du Kacke. Scheiße, shit! Gerade voll konzentriert im Glück sein, Freunde. Okay, wir haben ein Status-Update, das gucken wir uns gleich mal an. Alter, hier geht es ab, hey.
Wer bekommt die Waffe? Emily hat die Leuchtpistole einfach abgefeuert. Ja, genau, so war's. So war es. Verdammt! So, können wir hier noch irgendwie sie retten? Können wir hier irgendetwas noch machen? Oder können wir uns selbst eigentlich hier befreien? Das ist hier die Frage. Matt! Oh Gott, Matt! Hilf mir bitte! Ich komme! Ich komme! Das Ding ist echt verdammt wackelig! Matt! Du musst etwas unternehmen! Sofort! Worauf wartest du? Ich denke nach! Sie ist sogar in dieser Situation noch ein... Idiot, hol mich einfach hier runter! Alter. Alter. Freunde, in dieser Situation uns auch noch bescheiden anzureden. Ja? Okay, aber in dieser Situation denken wir jetzt nicht irgendwie auf misstrauisch und eifersucht, sondern wir werden jetzt natürlich aufmunternd sein. Emily, du hast Angst. Du musst dich beruhigen. Alles wird gut. Ach, hör auf zu labern, ich halte es nicht mehr aus. Hör auf, mich anzubrüllen und lass mich einfach machen, okay? Nein, hör du auf. Wieso musst du jedes Wort hinterfragen? Ich bin das sowas von leid. Alter, sag mal, ist die komplett best... Was ist mit der Alten eigentlich? Man kann doch nicht in dieser Situation jetzt streiten, ja? Ich überlege gerade, wie ich jetzt reagieren würde. In dieser Situation. Ich meine, wenn die jetzt stirbt, ja, das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ja, das bedeutet, wir sind besorgt, ja, wir sind besorgt. Ich versuche zu dir zu kommen und dich hochzuziehen. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was. In Sicherheit springen oder Emily retten. Emily retten natürlich. Ich komme. Hier. Oh shit. Matt! Es darf nicht kippen. Mhm. Okay, dann. Alter. Immer noch retten. Ich probiere es jetzt einfach. Wenn wir jetzt springen und sie fällt alleine, dann fahren wir lieber zu zweit. Emily! Oh fuck! Okay. Er hat es auf jeden Fall überlebt, aber was jetzt mit M? Ich wüsste nicht, was wir sonst machen hätten können und ob wir sie überhaupt retten hätten können. Wir haben es ja versucht. Wir haben es versucht, Freunde. Was hätten wir machen sollen? Ach du Kacke. Okay, mal Status-Update gucken. Was haben wir denn hier? Auf welcher Seite stehst du? Matt hielt während des Streits mit Emily zu Jessica. Emily war aggressiv zu Matt. Das stimmt. Das stimmt, an das kann ich mich noch erinnern. Da haben wir uns entschieden, genau. Rette dich selbst. Matt hat versucht, Emily zu retten. Okay. Gut, dann. Ja, wir können es nicht ändern. Das, was jetzt passiert ist, ist passiert. Und auch das mit dem Streit, dass wir nicht zu M gehalten haben, war auch so. Das stört sich nicht ab, aber was ist jetzt hier los? Lass los! Lass los! Warte, was ist das hier? Alter. Okay, Moment mal, wir haben einen Schmetterling. Okay, Freunde. Das ist Kacke.
Wer bekommt die Waffe? Emily hat die Leuchtpistole und Matt hatte nichts, um den Angriff abzuwehren. Ach du heilige Kacke. Hätten wir jetzt die Leuchtpistole gehabt, hätten wir es überlebt, oder wie? Boah, ey. Verdammt. Matt stürzte in die Mine und wurde angegriffen. Hier können wir umblättern. Aber es geht nicht. Ah, jetzt. Matt wurde getötet. Boah. Konnten wir hier auch umblättern? Nein. Sie war nicht. Ach, Kacke, Freunde. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Okay, das war wohl eine Fehlentscheidung. Wir hätten. Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Wir hätten wohl doch selbst entscheiden sollen. Also ich habe selbst entschieden, aber vielleicht wäre es besser gewesen, nach meinen Wünschen zu entscheiden. Josh war dein Freund. Stopp. Nein, ich will nur sagen, ich... Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. Okay. So, wir haben wieder etwas Neues. Jetzt geht's los hier. Okay, Ashley war dankbar und fühlte sich Chris verpflichtet. So, ich weiß es nicht. In diesem Haus hat es hier keine Neuigkeiten mehr gegeben. Jetzt weiß ich nicht, ob wir mit ihr noch weiterschauen sollen. Oder... Oder nicht. Auf jeden Fall habe ich mich schon falsch entschieden. Ich kann mich noch erinnern, als ich das Let's Play selbst geguckt habe, dass sich, glaube ich, der liebe Herr Kronk anders entschieden hat und die Leuchtpistole Matt gegeben hat. Das war, glaube ich, auch so. Und ja, das war dann wohl auch die richtige Entscheidung. Ich habe es jetzt halt anders gemacht. Dann sehen wir das Ganze auch ein bisschen anders. Okay. Also hier ist alles gleich. Er ist jetzt da reingegangen. Da drüben leuchtet was. Ich denke auch nicht, dass wir hier großartig neue Dinge finden, denn ich habe mich ja schon ziemlich umgeschaut. Das heißt, es wird jetzt keinen Sinn haben, mich hier noch weiter umzusehen. Ich denke nicht. Aber mich reizt es trotzdem jetzt noch zu der Türe zu gehen und einfach auszuprobieren, aber wahrscheinlich wird sie sowieso nicht aufgehen, wie immer. Genau. Das war wohl klar, Freunde. Das war wohl klar. Okay, und dann darüber mit uns. Ja, nur das... Ich weiß, du und Josh standet euch nahe. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf konzentrieren. Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt! Hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam! Ja, okay, wir suchen Sam, nach wie vor. Aber Chris! Nein, wir suchen Sam! Chris! Okay. Das ist aber cool hier. Guckt euch das an, so ein richtiges geiles Heimkino. Genial. Ich will auch sowas. Wie geil das jetzt wäre, hier zu sitzen und PlayStation zu spielen. Freunde, das wäre richtig, richtig, richtig cool. Okay, aber herumliegen tut hier nichts. Nothing. Also wirklich nichts. Gut, dann, ja Chris, komm, gehen wir mal da weiter. Denn wenn hier eh nichts... Oh, da hinten leuchtet das schon etwas. What the... Die Ashley erinnert mich irgendwie an Dead by Daylight. Wie geht's euch da? Freunde, schreibt's mal in die Kommentare. Mich erinnert ihr an Dead by Daylight. Alleine mit der blutigen Kleidung hier. Das ist schon sehr... Okay, auch da leuchtet es. Jetzt haben wir hier zwei Türen. Mal probieren. Das ist so abartig. Nochmal? Das Nö, okay. Ist jetzt gruselig. Ist sie wohl verschlossen. Dann gucken wir hier weiter. Was ist denn das?
Und jetzt gehen wir da raus. Was erwartet uns hier? Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine es ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Wir beharren aber darauf. Nein, ich hab das ja auch gesehen. Es war da und ich bin mir sicher, Chris! Schon gut. Vielleicht hast du etwas gesehen. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Okay, ein Status-Update. Mal gucken hier. Was gibt es Neues? Ach, das war ja nur am Anfang das. Genau. Okay, Freunde, wir werden hier mal einen geschmeidigen Cut machen und erst in der nächsten Folge weitermachen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen und ich wünsche somit einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht. Tschüss.